die Dinosaurier aussterben. Ihr macht euren eigenen Wettkampf eigentlich, ja. Moin Leute, die Sonne lacht und ich heiße euch ein letztes Mal herzlich willkommen aus der Casa zum goldenen Löffel, wie ihr es in den Kommentaren... Ja, das ist ein nicer Pulli, ey, guck mal. Dieses Verwaschene, dieses Grau-Melierte, dieses... Ein guter Diesel-Pulli. ...gewählt habe, ich fand die Variante... Flex mal rüber, ey. ...variante so ein bisschen... Ich habe es dann umgewandelt auf Casa the Golden Spoon. Mit dem wurde der Zimtteppich auf jeden Fall das ein oder andere Mal ausgerollt. In diesem Sinne, mit einem lachenden und einem weinenden Auge, heiße ich euch willkommen, denn morgen früh ist Abreise und Alice sitzt schon auf der Treppe, weil sie weiß, heute Abend steht das Packen an. Und das macht ihr immer ganz viel Freude, oder nicht? Aber was jetzt erstmal ansteht, was mir mehr Freude bereitet und euch glaube ich auch, ist nochmal ein saftiges Training im American Barbells. Heute Push-Training. Die Sonne lacht aber auf jeden Fall heute extrem, was mir gut reinspielt. Denn Stefan hat mir erstmal instant. Wisst ihr eigentlich, dass ich früher mal Karate gemacht habe? Ich habe auch Karate gemacht. Jetzt mal no joke hier. Mit meinen Geschwistern waren wir alle im Karateverein, im TSV Speyer. Bis zum lila Gurt war ich dabei, kurz vorm Braun. Und dann habe ich keine Lust mehr gehabt. Oder wollten es die Eltern nicht mehr bezahlen, man weiß es nicht. Aber Karate, Shotokan-Karate war das. Stefan hat mir instant einen Zero-Carb-Day reingehauen. Denn gestern... Gestern der Wasserbär. Weißt du, wie ich bin? Ich bin wie damals als Kind, hat man da mal die Gummibärchen ins Wasser reingesteckt. Die sind dann richtig aufgegangen wie Hefeteig. So ungefähr passt es zu mir auch. Deswegen haben wir jetzt die Carbs gestrichen. Und das ey, du musst halt jetzt aufpassen, ne? 2 Wochen zum Wettkampf. Wir sind nur noch eine Woche zum Wettkampf. Ne? Oder plus minus. Arnold Classics. Ja. The highly anticipated 2024 Arnold Classic UK. We see some of the open class heaviest hitters on the stage like Samson Dowder and former Mr. Olympia Hardy Chupan. Nee, der Hardy kommt da nicht hin. Der hat doch gewonnen. Auf jeden Fall ist es angesetzt vom 15. bis 17. März. Also in 4 Tagen, Kinders. This event will showcase 7 divisions, including Men's Open Classic Physique, Men's Physique, Wheelchair, Bikini, Fitness and Wellness, also wie gehabt. The winners from each category will secure the qualification for the 2024 Mr. Olympia Contest, set to take place October 10. bis 13. Oktober 2024. Ah ja, toi, Urs. Wasser erhöht, um wieder auszuspülen, denn wir sind wieder auf Mission und ich sag's euch, so wie ich meinem Teamkollege den Sieg auch gönne, für UK sind die Karten neu gemischt und da wird wieder attackiert. Jetzt will ich's wissen. Ah, dieses Starting Line-Up Arnold Classic UK 2024. Das habe ich geschrieben. Wann ist der Artikel? Oh, übersetzt mir auch, scheißegal. Samson Dowder to Williams, Holding Set. Da bin ich gespannt, wie der auftritt. Der Nick Zilla ist auch dabei. Aber wieso ist der Hardy wieder dabei? Weil er sich vorher schon angemeldet? Also jetzt ohne großartig jetzt hier rumzumaulen, was weiß ich, denke, das gewinnt er, der Urs. Aber wieso ist denn der hier gelistet, der Wesley? Hat er jetzt noch einen Wettkampf mit? Aber hat er selber gesagt, dass er sich jetzt komplett in die Vorbereitung reinbegibt? Gut, Men's Physik bin ich raus, da kenne ich keinen einzigen. Warte mal. Roosters. Roosters. Roster. Revealed.
Nee, das ist. Auf welchem Kanal wurde es? Arnold Sports. So. Obwohl, kann ich nicht hier den Hotlink nehmen? Nee. Was sehen wir hier? Was denn im Fleisch beim Ticketing irgendwas? Okay, für ein Platinum-Ticket, VIP, was ist denn da drin? Friday Night Finals, VIP-Entry, aber Meet and Greet, okay. 3 Tage Arnold Expo Fast Pass, also einfach vorne hinstellen und rankommen, anstatt sich anzustellen. VIP, was Lanyard in Badge, cool. Arnold Classic Collector's Pack filled with Exclusive. Okay, wenn man jetzt ein paar Euros mal noch auf der hohen Kante hat, warum nicht? Legendäres Foto. War das von 72? 74, als er den Mr. Olympia gewonnen hat? Dieser Backshot. Ich weiß es auch nicht mehr. Aber wir waren hier auf einer anderen Mission. Tatsache, der Chopin ist auch nochmal dabei. Ich habe nichts geändert. Hä, wo ist der Urs? Ah, hier. Urs wird's machen. Das ist mein Call. Ich sag, Urs macht's. Klar, natürlich, Björn Stark, Wesley, gleich. Ich weiß nicht, ob er dann so bissig ist, ne, und sagt, ey, komm, den nehme ich jetzt auch noch mit, ich bin in Shape. Nein, wird's nicht machen. Haben wir gesehen, Unterkörper. Romanov, keine Ahnung, muss man was Aktuelles mal anschauen. Ricotti, der macht es. Diesmal holt er sich die Qualification, aber vor allem halt eben auch den Arnold-Sieg. Prestige, okay, ist zwar nicht nur in UK, aber ist nach wie vor halt eben ein, sag mal's, ein Prestige-Wettkampf. So, weiter Jo, geht's, Urs. so sieht es nämlich aus im Leben. Wenn man Niederlagen einfährt, steht man auf, putzt sich ab Genau. und dann schaut man wieder voller Fokus auf das nächste Ziel, was ansteht. Denn das, Freunde, im Leben ist eine Tugend, wo ich dankbar bin. Die nimmt man auf jeden Fall durchs Bodybuilding. Die lernt man im Bodybuilding. Egal, ob es die ersten 100 Kilo auf der Bank sind, die man über Wochen und Monate probiert. Ach, das ist jetzt ein super Bogen, der gespannt werden kann. Heute haben wir einen Podcast aufgenommen, meine Frau und ich, zum Thema Mindset. Und da habe ich halt eben auch eine schöne Analogie zum Sport schlagen können oder aufmachen können. Und zwar, also nicht nur Manifestation, sondern wie kann ich mir es, wie würde es sich anfühlen oder wie fühlt es sich an, wenn ich die 100 geknackt habe, ne? Oder wenn ich in der Kniebeuge die 100 geknackt habe, 120, 160, je nachdem, auf welcher Reise ich gerade bin, in welchen Krieg ich gezogen bin, was die Gewichte angeht, ne? Stell dir vor, es ist jetzt ein bisschen, ne, nicht, dass es jetzt ein bisschen esoterisch daherkommt oder sowas. Du musst es vorstellen können, wie geil es sich anfühlt, ja. Du musst es dir vorstellen, ist auch im Urs in seinem Falle, wie geil sich dieser Gewinn der Arnold Classics UK anfühlt oder generell jeder Wettkampf, wo er steht. Das brauchst du, ja. Dieses Feeling, also diese Erleichterung, das Befreite, dass auf einmal nichts mehr auf deinen Schultern wiegt, ja, diese Last, die von den Schultern gefallen ist. Lauter solche Feelings, die halt einhergehen, wenn man an einem gewissen Ziel halt eben arbeitet, ne? Aber ganz, ganz, ne? Also tolle Gedanken hier. Dann einmal vielleicht schafft, dann wieder nicht schafft. Ja. Genau darum geht es. Und da nicht aufzugeben und dran zu bleiben. Deswegen, so sieht's aus. Ich freue mich auf UK. Ich bin in meinem Modus, wie ein Rapper mal gesagt hat. Und deswegen, ja, lass pumpen gehen, Digga. Es gibt heute in Intra Sea Salt Dark Chocolate. Das Ding hat mir jemand, oder die Schokolade hat mir jemand bei Meet and Greet mitgebracht. Und der sah mir sehr brasilianisch aus. Ich habe das Ding eigentlich genommen und direkt in meinen Rucksack gepfeffert. Und habe es hier abgesucht, ob der das davor schon aufgemacht hat und mir irgendein Abführmittel da reingesteckt hat. Alter. Man kann ja nie wissen, hä?
Here we are, once again. Der misstrauische Polski. Let's fucking go. Das ist ja echt entspannt hier auf dem Sonntag. Ist nicht so viel los. Und ich habe auf jeden Fall mies Bock zu ballern hier jetzt. Was gibt's heute? Heute gibt's Brust, Schulter, Trizep, neudeutsch auch Push genannt. Eigentlich wollte ich ja gestern komplett einen Oberkörper machen, aber da hat die Zeit gefehlt. Deswegen heute auf jeden Fall einen klassischen Brustpump abholen. Denn morgen geht die Reise weiter. Und dann steht da auch nochmal ein Brustpump an am Dienstag. Aber mehr dazu in den Stories auf jeden Fall auf Instagram. Müsst ihr abchecken. Polaco Secret Juice, jawohl. Ihr seht, der aufmerksame Zuschauer, ja, immer der weiß, wenn die Wassermenge wieder auf dem Plan steht und die Kohlenhydrate gestrichen sind, dann befinden wir uns wieder am Entladen. Mhm. Das Wasser wird wieder hochgeschoben, ja, 8 Liter. Carbs runter, um den Körper das überschüssige Wasser droppen zu lassen. Und hier drin habe ich... Und das funktioniert safe. Könnt ihr selber mal testen. Macht man einen Fastentag oder zwei. Schraubt nicht null Carb oder sowas, sondern ganz, ganz wenig. Trinkt viel. Ihr werdet sehen, wie oft ihr pissen gehen müsst. Alter, und am nächsten Tag oder zwei Tage später, wie gemolt. Ne? Da sieht man aber auch, was alles so abgespeichert ist. Klar, wir reden hier von Diuretika-Missbrauch oder sowas, ne, wo du quasi dich leer trocknest oder so. Aber du wirst schon einen Unterschied merken müssen. Heute auch im ersten Fastentag von vieren. Und was ich heute, also ich habe auch relativ viel getrunken. Das Hydrogen Water und was weiß ich nicht. All das, schon wenn ich morgens aufstehe, habe ich eigentlich schon meinen ersten Liter drin. Zu einem trinke ich meine Sole morgens. Sole, also ein Glas Sole vermischt mit Wasser. Mit warmem Wasser, schmeckt furchtbar. Das ist wie wenn du ins Meer springst und dir erstmal eine ordentliche Ladung Meerwasser in die Fresse haust oder schluckst. Auf jeden Fall ein Glas Sole. Nach dem Glas Sole kommt nochmal ein ganzes Glas Wasser hinterher. Also normales Wasser, ne? Auch nichts mit Sprudel oder sowas. Dann nehme ich meine Supplements mit dem Glas Wasser. Maybe, aber davon habe ich ziemlich gut Abstand gewonnen. Eigentlich ein Kaffee oder ein Espresso. Eher ist es ein Espresso, weil ich habe keine Lust, so lange einen Kaffee zu trinken mehr. Früher habe ich es gemocht, ne, so eine Tasse zu trinken, ein bisschen länger dran zu nuckeln, aber mittlerweile Espresso, es muss schnell gehen. Dann trinke ich die Aloe. Hier, die Aloe. Und daraufhin auch nochmal ein Glas Wasser. Und summa summarum kommst du da auf einen Liter. Klar, die Aloe ist ja auch flüssig, da hast du deinen Bestandteil und so geht es den ganzen lieben Tag weiter. Klar, ich bin jetzt nicht bei 8 Litern, da muss man auch aufpassen, dass der Körper nicht versalzt hier über die Nieren. Wenn du zu viel Wasser trinkst, gibt es viele Berichte darüber, wie das kontraproduktiv sein kann, aber wenn du hier im Training bist, dementsprechend auch schwitzt, ne, das nach außen trägst, pinkeln gehst und so weiter und so fort, sollte da eigentlich kein Problem sein. Ne? Polaco Secret Juice am Start. Ich verrate euch auch, was drin ist. Und zwar haben wir einmal 2 Liter Wasser, normales. Wir haben 250 Milliliter Kokosnusswasser. Wir haben 15 Gramm von den ESN ERAs. Wir haben Glutamin. Wir haben 1 Gramm Himalayan Pink Salt. Und wir haben noch ein bisschen so Hydration. Darauf schwöre ich auch. Himalaya-Salz. Auch. Aber muss man eben gucken. Das ist das so immer das Ding eigentlich. Was schenkt man Glauben? Oder wem schenkt man Glauben? Ne, viele schwören auf mehr Salz. Natürlich, es schmeckt auch anders. Wir haben die Salzgrotten hier in Deutschland, also Salzbergwerke, wo abgebaut wird. Wir haben Meersalz, ich kenne sie aus Kroatien, die Meersalzfelder, die geflutet werden. Da wird es getrocknet, da wird es abgeführt oder abgeschabt oder zusammengeschabt, dann weiter raffiniert. Aber was ist von der Umweltbelastung natürlicher, wenn ich so sagen kann? Ist es wirklich das Himalaya-Salz, was irgendwo abgebaut wird, wo
nicht wirklich Zivilisation am Start ist. Wir wissen auch, was in den Meeren drin ist. Heute erst wieder was gelesen. Über 77 Medikamente sind nachweislich im Trinkwasser gefunden. Ne? Kann man so nachlesen, kann man so schauen. Also Medikamentenrückstände. Das nimmst du natürlich auf. Das nimmt deine Darmflora auf. Das nimmst du auf über, ne, über das ganz normale, wenn du am Leitungswasser trinkst. Oder da hast du deinen Kühlschrank angeschlossen an Frischwasserleitung, ne, weil du ja ganz geil Eiscubes ziehen kannst und sowas und Frischwasser. Das nimmst du alles auf. Deswegen schwöre ich auf eine Filtrierungsanlage, auf eine Umkehrosmoseanlage. Kostet zwar ein bisschen was, aber das muss es dir wert sein. Ja, ich muss jetzt auch keine Kästen mehr schleppen. Die Filter sind auch überschaubar, was die kosten. So oft musst du die auch gar nicht wechseln. Aber nochmal, wo gehst du rein? Wem schenkst du Glauben? Was ist für dich plausibel? Auch hier kein Plastikwasser mehr. Also aus Kunststoffflaschen, Flaschen aus PET-Flaschen, gar nichts mehr konsumiert. Und ich schwöre es euch, es macht den Unterschied. Vor allem auch geschmacklich. Wobei ich aber sagen muss, das einzige Wasser, was wir noch konsumieren, Flaschenwasser, ist das Lauretanerwasser, das ist ein Heilwasser, da schmeckst du auch einen Unterschied. Wer sagt, Wasser ist Wasser, da schmecke ich nichts, ey, komplett, der hat keine Geschmacksnerven mehr. Das Lauretaner ist so weich auf der Zunge und im Abgang, klingt komisch, ist aber so, dass wir das halt eben auch für die Sohle benutzen. Die Sohle legen wir an mit dem Lauretanerwasser, war auch so eine Empfehlung, wobei das auch nicht günstig ist, 6 Flaschen. Plus minus, ich glaube, 12, 13 Euro. Das ist kein Everyday-Wasser, ne? Das nimmst du nicht mit in den Sport, das trinkst du nicht zum Mittagessen oder tagsüber. Das haben wir halt wirklich nur für diesen einen Zweck, für die Sohle. Aber ich schwöre auf Himalaya-Salz. Ja, und die Sohle, die wir angesetzt haben, die ist auch mit Himalaya-Salz-Brocken. Zum Kochen haben wir quasi ganz normales, also dieses Himalaya-Salz geschrotet. So dass du es halt eben ganz einfach verarbeiten kannst. Aber ich weiß auch gar nicht, warum ich jedes Mal solche Laudatios hier halte. Weiter geht's. Pulver drin. Ja, ich will nicht, dass gleich alle Elektrolyte ausgespült werden. Und da ich halt wirklich Zero Carbs habe, außer die übers Gemüse, was ungefähr 20 Gramm sind, nutze ich die paar Kohlenhydratchen aus dem Kokosnusswasser. Um ja, den Muskel auf jeden Fall hydriert und voll zu behalten während dem Training und nicht ja, zu hart anzufangen zu krampfen oder so ein Scheiß. Deswegen heißt es aber auch wieder Hoodie on und sweaty, sweaty. Gut schwitz. Heute ist da schon wieder mehr Druck dahinter. So. Es fühlt sich wieder mal schön anzudrücken, ausnahmsweise. Ja, schon ist das Training schon, muss ich sagen. Ich bin auch, ja, wenn ich so Videos sehe, bin auch super motiviert. Ich finde, der dritte Platz war auf jeden Fall gerechtfertigt. Das vorweg habe ich, glaube auch, aber schon in einem der letzten Videos gesagt. Da bin ich Sportsmann, da bin ich so fair. Da beurteile ich das ziemlich objektiv, aber für mich ist es eine Niederlage und mein innerer Schweinehund. Denn ja, der lässt sich damit nicht zufrieden. Der tritt ja nicht an, um zu verlieren. Ne? Der will ja, die Preisgelder sind ja überschaubar hier in der Men's Physik, Classic Physik. Ja, das finde ich eh immer für mich so ein Thema. Dass Open Bodybuilding mehr bekommt. Also die haben ja schon dieselbe Leistung, bloß die sehen halt eben anders aus. Die müssen genauso trainieren, die müssen genauso fressen, bloß dass sie halt eben vom Körpergewicht woanders landen. Dass die aber so einen riesen Abschlag haben zu dem Preisgeld, zum ersten, zweiten, dritten Platz oder auch vierte, fünfte wird ja auch vergütet, was halt ein riesengroßer Unterschied ist zum Men's Bodybuilding. Also es ist schon krass. Frieden geben. Also wegen Geld macht das nicht. Zum Glück hat er seine Endorsements und Sponsorships über ESN und seine eigene hier Miracle-Ware-Marke großgezogen. Da kommt das Geld her, auch durch das Kochbuch. Dies, das sind die Tantiemen. Aber so von den Preisgeldern. Und dann nochmal, sagen wir mal, roundabout 50% Steuern drauf. Also, abschreiben lasse ich mich nicht. Ich bin zwar ein Sportsmann, aber ohne Witz. Was mir immer geholfen hat im Leben, ist, wenn ich
auf die Schnauze bekommen habe. Aber nee, es hat echt geholfen und ich muss sagen, daraus bin ich zumindest immer stärker geworden. Und ich finde, sowas ist auch sehr, sehr wichtig. Deswegen wird mir das auf jeden Fall für die nächsten 2 Wochen ordentlich Motivation geben. Beziehungsweise, ja, mir immer im Arsch oder in den Arsch treten und auch dann long-term bis zum Olympia mich auf jeden Fall auch auf Spur halten. Das ist auf jeden Fall was, was ich euch auch gerne mitgeben würde, dass ihr auch in der Welt des Social Medias heute, wo vermeintlich ja immer jeder ein perfektes Leben hat, ja, das einem vorgelebt wird, dass immer alles easy zu erreichen ist, aber ich sag's euch. Hat doch Roman Fritz erst gesagt in seinem Podcast oder was er aufgenommen hat, auf Social Media lügt jeder. Auch mit Genetik oder mit Fleiß, ihr werdet Niederlagen einstecken in eurem Leben, aber da zeigt sich oder trennt sich die Spreu vom Weizen, die Siegermentalität, wer danach aufsteht und weitermacht und Gas gibt, sich nicht runterfliegen lässt, weiter an seinen Träumen und an seinen Zielen arbeitet. Und das ist auf jeden Fall was ich... Aber das, was er jetzt hier alles talkt, ne, das ist Mindset vom Feinsten, das ist das, was er mit seinem Mindset-Coach herausgearbeitet hat. Das ist seine Mentalität, seine Philosophie, seine Disziplin, die dahinter steckt. Und das nimmt einfach fucking niemand. Ne? Klar, vielleicht hat er, war er ein bisschen overhyped jetzt nach der Mr. Olympia. Ne? Wie kommt das, oder auch der Wettkampf nach der Olympia, ne? Oder das kommende Jahr 24, alle haben ihn gehypt, er war überall vertreten. Vielleicht hat es ihn ein bisschen zu sehr auf den Arsch geküsst, man weiß es nicht. Aber er erkennt es ja richtig. Ne? Wenn er richtig auf die Schnauze bekommt, ist er wieder wachgerüttelt. Und ich denke, also ich gehe stark davon aus, UK nimmt er richtig von hinten. Ne? Die letzten 10 Jahre, ich sag's euch, nicht nur einmal mitmachen musste. Ich bin schon oder habe schon echt harte Niederlagen einfahren müssen. Also gar nicht nur jetzt aufs Bodybuilding, auf den Sport geschehen. Weil einer mal zu mir gesagt hat, das ist so, ist alles so einfach bei dir gegangen. Ich nur gelacht und den Kopf geschüttelt, weil, wie schon gesagt, Social Media mag das manchmal leicht erscheinen, aber es ist ein Struggle. Es ist. Aber mach mal auch nichts vor. Ganz ehrlich, natürlich könntest du auch Social Media den ganzen Tag von deiner Scheiße erzählen, die du erlebst, von deiner Negativität, die dich umgibt. Aber wollen wir das alles so? Wir wollen doch die Gewinnertypen, wir wollen doch die Positivität irgendwo. Oder? Ich weiß nicht, ist das wieder zu eindimensional gedacht? Ja, wir wollen doch uns mit guten Sachen beschäftigen. Klar, natürlich kannst du eine Negativ-Story, die sich in was Positives verkehrt hat, auf jeden Fall bringen, ja. Dass du durch den Struggle, ja, du hattest Schulden, dies, das, EC-Karte ging nicht, bla bla bla, jeden Monat nur Reis gefressen, dies, das. Weil man kennt ja die ganzen Storys so ungefähr, ne? Und dass er es halt eben rausgeschafft hat, ne, die Type so und so, ja, und aus etwas Negativem etwas Positives machen. Das kannst du ja machen. Aber ganz ehrlich, Social Media, da willst du die Good Times, oder? Auf jeden Fall. Ein Weg, den man geht. Und ich glaube, ich kann auch für andere Bereiche sprechen. Wenn ich mich mit meinen MMA-Jungs unterhalte, liebe Grüße nach Frankfurt oder ja, mit anderen Sportathleten. Ne? Klasse. Also, oder sogar Geschäftsleuten. Also die haben auch nicht nur Gewinne mit den Firmen oder sonst was, sondern die gehen auch durch die Scheiße. Deswegen. Da hat jemand den Bären ziemlich wütend gemacht, Alter. Kann aber nicht. Auf jeden Fall wichtig ist, auch zwischen den Wettkämpfen immer noch schwer weiter zu trainieren. Ich habe es immer wieder gesagt. Wenn die Kraft da ist, dann ist auch der Muskel da. Und das ist auf jeden Fall das Einzige, was man machen kann, um Muskulatur zu halten. Oh, man bewegt sich kein Stück, Alter. Das ist halt das Krasse, bei den Maschinen weiß ich nicht, wie viel Gewicht, wie krass mehr reinzündet. Ja, du weißt ja, wie der Hebel ist. Aber es ist halt eigentlich ganz gut gerade die Aussage, worüber wir geredet haben, bestätigt. Also mit den Niederlagen. Und man so lange weiter, bis es nicht mehr so ist. Ja, cool. Nächster Satz. Du bist ja
Prime Machine, meine Favorites. Jetzt machen wir einen Satz hier mit überladener Dehnung. Ist ziemlich geil, wenn man im Stretch dann mehr Gewicht hat und oben, wo man schwächer wird, gut rausdrücken kann, weil der Muskel am stärksten in der Dehnung gereizt wird. Und deswegen wird hier jetzt weggeballert. Ey, wie ich mittlerweile einfach mit, also gefühlt, ich habe 3 Sätze hier gemacht, glaube ich. 3 oder 4. Aber kein Gefühl mit, lass mich nicht lügen, 6 Sätzen meine Brust so dermaßen auseinanderpflücken. Das ist, ist geil. Muss nicht immer nur das Volumen sein, ne? Fittentechnisch ist bei mir irgendwie schon damals mit 14, 15. Konnte ich irgendwie die Brust immer schon richtig gut ansteuern. Das habt ihr bestimmt auch daheim, wenn ihr zuguckt. So irgendein Körperteil, nicht das, was ihr denkt, was ihr, egal zu welcher Tageszeit, richtig ansteuern könnt. Kurz Murat. Richtig hart bekommt. Ja, richtig hart bekommt, so richtig hart und voll. Aber okay, ich kenne das damals, wenn ich so ein Brustvideo geguckt habe, habe ich so gefühlt auch so einen halben Brustpump bekommen, wenn ich schon irgendwie Leute gesehen habe. Richtig Bock aufs Gym. Auch echt mies Bock hier die Beine richtig zu schlachten. So ein Doppeltraining hier. Naja, nicht, dass es geklippt wird und Stefan geschickt wird. Ich mag 2-mal am Tag trainieren eigentlich schon, aber ich persönlich kann es nur maximal 8 Wochen. Und da muss alles passen, da musst du, wenn da eine Stunde deines Tages nicht perfekt passt, also wenn du nicht arbeitslos bist oder wie ich, Fulltime Bodybuilder, dann kannst du das schon mal komplett vergessen. Also selbst Schule, da geht das nicht. Klar, einerseits, weil du in der Schule bist, andererseits, aber weil, da musst du pennen mittags und da musst du vor allem genug essen. Also in der Diät ist es auch nichts, aber hätte ich mal Bock drauf. Aber da muss ich auch die Gelegenheit bieten, weil allein der Weg von 20, 30 Minuten zum Bunker zum Beispiel ist da schon zu lang. Das so lange, da musst du, da musst du am Start sein. So, am Start ist aber auch der nächste fucking Satz hier. For one step forward. Yeah, just with one foot like this. Yeah. Boom. Yeah. Überlegt ihr? Du, es gibt den PT alle. Some titties over here, huh? Nice. Yeah. Because when you pull from here, it's way better. Thank you. How old are you? 16. Nice. Spiel, you want to compete? Looking good, eh? 1 year of bulking and then you're ready to go. Yeah, it's my first year lifting. Yeah, really? That's nice. Shit, da sind some good guys coming up. Andere. Ja, ist geil. Die Qualität auch zu sehen hier immer. In den amerikanischen Studios. Also wirklich die Ernsthaftigkeit des Trainings ja auch. Also beim Sam Sulek in seinen Videos, in dem Studio, wo er trainiert, in dem öffentlich. Da ist nicht so viel Seriousness also dahinter. Also der Sam, ja, aber hinten dran das ganze Publikum, die junge Bube. Da denke ich mir, als Eberson, das müsste es jetzt hier irgendwie eine Veranstaltung für Kids, oder, die einfach mal versuchen wollen, hier einen Tag der offenen Tür ein paar Geräte zu bedienen. Jetzt nicht so Ernsthaftigkeit auf, ich muss jetzt hier in meinem Film sein und tun, als wäre ich so hart am Arbeiten, sondern die sind hier trotzdem locker, entspannt, aber halt wenn die ihren Satz machen, das war nicht mit Ernsthaftigkeit, sind die schon bei der Sache im Gegenteil.
lassen doch mal ein paar Qualitätstippen hier. Guck das an. Der kann hier auch schön nach dem Training seinen Shaker hier abstellen. Hier den Shaker. Hier macht er Supplement drauf. Ja. Hier an der Seite das Wasser. Ja, der hat eine ganze eigene Saftbar. Die Folie ist halt schon geil on stage, gell? Guck mal, wenn das der Sonntag ist, ist zwei Tage nach seinem Wettkampf und da war er schon ziemlich leer. Klar, er hat auch mal aufgeladen. Ja, aber der ist eigentlich leer. So, jetzt haben wir drei dort gemacht. Hier noch einen zum Abschluss an der Butterfly. Jetzt überlege ich gerade, ob ich erst Trizeps mache, dann Schulter. Ich denke ja, weil ich jetzt noch gut Power habe für den Trizeps. Alice, die dehnt sich. Ja, weil... Die dehnt sich doch hier für den Chef. Always hier und immer ready und gelenkig hier. Durch die Office Work und das Sitzen und so. Sitzen ist der Tod, sagt man so. Und das kann ich auch nur schreiben, gerade eben erst, bevor ich hier hoch von einer Stunde, ja, so lange läuft der Stream, habe ich mich unten auch erstmal mit der Massagepistole bearbeitet. Vor allem auch hier, sagen wir es hier, Brustmuskulatur. Hier oben ein bisschen an der Schulter, ein bisschen am Schlüsselbein, Brustbein, um das einfach wieder locker zu machen. Und es macht den Unterschied, wenn du hier mit so einem Fasziengerät oder auch die Faszienrolle, wenn du eine Black Roll hast, wie sie alle heißt, eine Faszienrolle, dich da so ein bisschen locker machst, gescheit locker machst, es macht den Unterschied. Und vor allem denen macht Yoga. Das ist nicht gay oder so, macht Yoga. Und deswegen habe ich ihr den Auftrag gegeben, sich mehr zu dehnen. Und das macht mich gerade richtig stolz. Weil, ja, seit sie sich dehnt, sind die Schmerzen auch wieder weg. Genau. Also, ist zwar schön, einen Therapeut zu haben, sich behandeln zu lassen, aber wenn ihr nichts aktiv unternehmt... Jetzt muss ich auch nicht so viel machen. Ein paar Minuten, das ist ja kein volles Workout. Ja, vor allem, wenn du auch... Das ist ja jetzt relativ statisches Dehnen, was sie macht. Ne? Hockt sich hin, Beine ausgestreckt, Oberkörper nach vorne, Beine gespreizt, links und rechts. Du kannst ja auch aktives Dehnen machen, indem du, keine Ahnung, ein paar Liegestützen machst, ja, und dann diese Hill Climber machst, ja, an der Seite hochgezogen und deine Beine. Dann reden wir schon vom aktiven Dehnen, was nochmal proaktiv gut ist, wenn du einen Tag in der Regeneration bist. Ja, also jetzt keinen Trainingstag hast, aber eine proaktive Regeneration machen willst, du machst ja kein volles Workout. Gehst aber in den Stretch, gehst ein bisschen in die Kraft rein, sodass du halt eben hier deinen Muskel wieder gut auch versorgen kannst. Mit den Nährstoffen, mit dem Blut, mit Sauerstoff, mit Wasser, dies, das. Das muss alles wieder in den Muskeln rein. Die Z-Scheiben müssen sich reparieren. Ne? Da reden wir auch wieder hier über... wie ist überhaupt Muskelkater, Milchlaktat, also Laktatübersäuerung, dies, das, ein riesengroßes Thema. Aber hier dehnen ist wirklich der Schlüssel zum Erfolg. Dann, das ist jetzt auch kein Hate, aber man sieht, wie er läuft. Er läuft aufrecht, ne? Er hat auch nicht diesen, der Kopf, der nach vorne geht, die Forehead Posture oder sowas. Hate habe ich gemeint, der Leonidas. Beim Leonidas siehst du, wie er komplett nach vorne gezogen ist. Hier in der, klar, natürlich ist er verdammt stark. Der ist hier vorne aber massiv verkürzt in der Brustmuskulatur. Das zieht sich alles nach vorne. Hinten hat er halt eben diesen Hunchback ein bisschen. Hat der Urs nicht, der ist immer sehr aufrecht und läuft gerade. Ne? Siehst du auch immer am Kopf an der Haltung. Ich kann nichts ändern. For your calories, are you like, is there a set calorie number you're trying to eat?
Nah, I was super fat as a kid, so I had no problems to gain weight. I mean, for you, it shouldn't be also it's too hard. It's pretty easy. But for you, it's harder, right? Yeah. Yeah, you need to eat like all of the whole supermarket. Yeah. Yeah. I mean, like trying to like get to 3,500 calories, but plus that every single day. Double it up, bro. Das Ding ist ja, diese Kalorien sauber, also du kannst das goldene M fressen, du kannst so viel Junkfood, Fastfood reinballern, kommst immer auf diese Kalorie, aber die Kalorien sauber zu essen, halt verdammt schwer. Ja, wie viel Hähnchenbrust, wie viel Putenbrust willst du essen, dass du, oder auch mit Reis, Kartoffeln, Nudeln, bla bla bla, glykämischer Index, du wirst, das ist alles eine Wissenschaft für sich selbst. Aber wie willst du wirklich gescheit auf Proteinen, beziehungsweise auf Carbs wirklich so über das Clean Eating auf deine Kalorien kommen, ist verdammt schwer. Und versuch mal cleane, wenn wir davon ausgehen, 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Wenn du jetzt 100 wiegst, versuch mal 200 Gramm cleanes Protein zu essen. Ne? Also wie viel Lameng das ist, ne, was du hier überhaupt essen musst. Und da ist wirklich das Ding, da brauchst du echt einen verdammt guten Hunger, eine gute Verdauung, dass du dir so viel reindrücken kannst. Aufgepasst, heute ist Ihr Glückstag. Ja, ja. Denn heute erhalten Sie die Namen Show der 5 Top-Aktien. Nice. That's good. Mhm. Bis 16 Jahre. Nice. A good line, man. Show me your back. Yeah, chest up. Yeah. Mm-hmm. You need to work more on this part. Yeah, more like. Nice. Because your lats, it's good to see your lats are big. But do more like rows into the upper back. What's your favorite move? So front lat. Ah, la la la. Brutal. X-Men, Alter. Nice. Front double bar? Yeah, go. Awesome, man. You look great. Good tan. You're way leaner and way darker than him. Yeah. I started later. But you need to bulk up. I know. That's what I'm trying to do right now. But you stay always lean, huh? I got sports I gotta play, so. Yeah? I can't do too. What are you doing? Football and baseball. Nice. Yeah. Yeah, that football thing is big over here, right? Oh, yeah. We don't have it at all in Germany. In Germany haben wir es auch, es ist halt nicht so populär. Heidelberg, Frankfurt, alles gute Sachen. Da lernen sie vom Papa. Die Übung richtig gemacht, zerstört dein Bizeps, Trizeps komplett. Okay, das sieht nice aus. Ja, das kenne ich. Nur einfach nur Kabel-Pushdowns. So. Training hier beendet, Brust und Trizeps durchgefetzt. Jetzt. Was könnte er sich? Wie immer nach dem Training 2 Scoops daily rein ins System. Mhm. Denn das ist auch ein Teil von Polacco Secret Juice. Mit extra Scoop. Muss immer drin sein. Ja, Leute, wir haben den Part 2 des Secret Juice angemischt. Dann wer den auch mal probieren will, kann es auf esm.com tun. Code Polacco weiterhin supporten und beste Rabatte sichern. In diesem Sinne sehen wir uns in UK, vielleicht aber auch schon früher wieder. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Was habt ihr eigentlich noch zu sagen? Danke für eure Unterstützung, sei es in den Kommentaren, sei es über Miracleware oder ESN. Sei es über Insta, sei es über DMs,
was es alles heutzutage gibt. Tschüss, auf Wiedersehen, das war Nee Arnolds 2024, Ohio. Und mein Kochbuch gibt es immer noch bei ESN. Wir können mal Alicia auch mal supporten. Ja, die macht das auch Alicia klasse. Ist ja tatsächlich noch beim Morgen, stimmt. Kann man auf jeden Fall auch mal ein Buch machen. Kommentatorin, Influencerin. Was kannst du nicht? Ja, das ist eine coole Truppe, ganz ehrlich. Aber hoffen wir es mal, dass der Urs vor dem möglichen Face-Off in UK noch das ein oder andere Video bringt. Heute haben wir Dienstag, der 12. ist schon, dass er noch das ein oder andere Video bringt, ne? So, machen wir Feierabend. Kommt's mir gut. Weiterhin in den Dienstag. Bleibt mir gesund, bleibt mir stabil. Vielen Dank fürs Einschalten, Zuschauen. Sei es jetzt hier auf Twitch oder vielleicht auch im Recap hier auf YouTube. Genau, bleibt mir gesund, bleibt mir stabil. Wir hören und sehen uns. Liken, kommentieren, abonnieren, bla bla bla. Follow und Plus, wie auch immer, da lassen. Das kostet alles nichts. Ihr kennt es euch aus. Ansonsten, falls ihr noch was auf dem Herz habt, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Schreibt mir eine Nachricht, wie auch immer. Folgt auf Instagram und. Ciao.